Hallo, hallo, ihr kleinen Neujahrshasen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich möchte ein bisschen heute mit euch darüber reden, was mir im Jahr 2017 passiert ist. Und möchte mit euch einen positiven Blick in die Zukunft starten. Es tut mir leid, wenn ihr im Hintergrund manchmal jemanden meckern hört. Aber das ist Mickey. Und er hat sehr viel zu sagen heute. Also die Leute, die mich schon sehr lange kennen, haben es bestimmt gemerkt. Auf Jacko Wutsch kam dieses Jahr ein bisschen unregelmäßiger was. Und es sind auch sehr viel ernste Themen dabei gewesen. Also ich mag meine ernsten Videos genauso gern wie meine lustigen Videos. Aber weil Jacko Wutsch schon sehr lange guckt, weiß auch, dass so 2015 und 16 ich sehr unbeschwert war. Also 2015, 2016 habe ich mich so gefühlt wie niemand kann mir was. Ich habe mich frei gemacht. Ich habe mich gegen alle Sicherheit entschieden. Und 2017 hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Was verrückt ist, weil 2017 nämlich das Jahr ist, wo ganz, ganz viele richtig gute Dinge passiert sind. Auf eine geschäftliche Art und Weise. Der YouTube-Kanal hier ist richtig groß geworden. Ich weiß, es ist nicht super krass viel im Gegensatz zu Millionenkanälen, aber 150.000 Menschen haben sich dazu entschieden, mir zuzuhören, wenn ich Dinge erzähle, die jeder Otto-Normalverbraucher irgendwie denkt. So, ich sitze hier gerade vor einer Kamera und erzähle euch halt irgendwie was mit meiner Erdbeertasse hier. Ja, ich bekam sehr viel Aufmerksamkeit auf einmal. Es kamen immer mehr Nachrichten rein, immer mehr Kommentare rein. Es kamen immer mehr Leute, die etwas von mir wollten. Jacko, ich schreibe eine Arbeit über. Ich brauche deine Antworten hierzu. Wir machen ein Interview zu. Jacko, möchtest du hier mitmachen? Jacko, kannst du das teilen? Jacko, wir machen einen Wettbewerb. Kannst du uns unterstützen? Alte Freunde haben sich gemeldet. Jacko, ich mache gerade dieses Projekt. Kannst du das teilen? Und also im Grunde genommen meckern auf hohem Niveau, was aber nur meckern ist, wenn man halt sehr sensibel ist. So, es ist bei mir einfach so gewesen. Ich war überfordert. Ich wollte halt jedem helfen, ich wollte jeden unterstützen und gleichzeitig war es aber auch nicht möglich, weil stellt euch jetzt zum Beispiel mal vor, meine Videos würden nur noch daraus bestehen, dass ich Projekte von Leuten vorstelle, mit denen ich mal befreundet war, die ich nicht kenne, die sich gerade selbstständig gemacht haben. Ich hätte keinen Content mehr. Ich hätte nichts mehr. Also was das beinhaltet, wofür ich das eigentlich gestartet habe. Das bedeutet, ich musste mich immer wieder dagegen entscheiden, Leuten zu helfen, obwohl ich eigentlich jemand bin, der gerne hilft, um das weitermachen zu können, was ich eigentlich will. Dadurch, dass diese ganzen Dinge passiert sind und so viel reinkam und so viel Aufmerksamkeit gekommen ist, hatte ich das Gefühl, ich muss immer präsent sein. Und wir wissen alle, das Internet schläft nie. Ich schließe ja abends nicht irgendwie meinen Laden ab oder so. Und dadurch konnte ich halt theoretisch einfach sagen, okay, es ist 20 Uhr oder 21 Uhr, ich bin aber noch nicht fertig, dann beantworte ich dies und schneide jenes und mache das aber noch bis 24 Uhr oder 1 Uhr oder so. Das ist ja eine Entscheidung, die ich einfach fällen kann. Und die muss auch manchmal gefällt werden, ne? Gerade wenn man so sein Geld aus eigener Tasche erwirtschaften will, dann ist es halt so. Da muss man halt auch einfach mal mehr Arbeit reinstecken, damit das was wird. Und das ist auch richtig so, aber halt nicht, wenn man sich selbst dabei auf der Strecke lässt. Und das habe ich 2017 richtig, richtig doll getan. Ich habe sehr schlecht gegessen, deswegen gab es dieses Jahr auch keine Kochstunden mehr, weil es einfach total unauthentisch gewesen wäre, wenn ich euch jetzt eine vegane Kochstunde dahin knalle, die irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gar nicht mehr so gegessen. Also ich habe mich eigentlich nur noch von Weißmehl, Fett und Zucker ernährt. Entweder ich habe Essen bestellt, ich habe den ganzen Tag Toast gefressen, Süßigkeiten gefressen. Ich habe mich gar nicht mehr bewegt. Das Pole Dance Video, was ihr von mir kennt, ist das letzte Mal gewesen, wo ich Sport gemacht habe. Ich habe mir keine Zeit dafür genommen. Das war alles Zeitverschwendung. Das ist alles Zeit gewesen, in der ich Dinge hätte umsetzen können, in der ich das hätte schneiden können, in der ich diese E-Mails beantworten hätte können. Solche Sachen halt, ja. Auf jeden Fall war ich sehr gemein zu mir. Ich habe mich sehr doll unter Druck gesetzt. Aber das Gute ist ja, dass der Körper einen immer daran erinnert irgendwann, wenn man ein bisschen zu weit geht. Ja, und mein Körper war so nett, mir das 2017 mitzuteilen. Denn 2017, ging es dann los mit so einer Art Derealisationserfahrungen, / Angstattacken. Ich will es jetzt nicht Panikattacken nennen, weil Panikattacken sind ein bisschen körperlicher und krasser in dem Moment als das, was ich da durchgemacht habe. Das erste Mal, als mir sowas passiert ist, war bei einer Zuschauerin im Hotel für meinen Reisekanal Modern Gypsy. Eine super coole Reise, die ganz viel Spaß gemacht hat, aber ja, ich bin am Ufer entlang gegangen und auf einmal war es da. Ich hatte das Gefühl,
habe ein Déjà-vu. Ich konnte aber nicht greifen so richtig, woran ich mich erinnere. Es war ganz, ganz merkwürdig, als würde ich träumen. So ganz verrückt. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe Schweißausbrüche bekommen, mir ist schlecht geworden. Und das ist das erste Mal, dass das passiert ist und das zog sich dann echt so über Monate hinweg. Und es ist so ein ekliges, furchtbares Gefühl gewesen, dass ich gedacht habe, dass ich verrückt wäre. Ich konnte mir das nicht erklären. Was habe ich gemacht? Ich habe alles beobachtet, was ich gemacht habe, was ich gegessen habe, wie ich mich verhalten habe und so weiter. Und irgendwann habe ich ein Muster erkannt, was sich danach auch immer wieder bestätigt hat. Immer, wenn ich mich unter Druck gesetzt habe, ganz viel Stress hatte, wenn ich Deadlines hatte, die kaum zu schaffen waren oder ich mir eingeredet habe, dass sie kaum zu schaffen waren, sind dann quasi diese Angstattacken in der Ruhe nach dem Sturm gekommen, also nach dem Stress in der Entspannungsphase. Und da habe ich halt so angefangen über den Herbst, mich selbst zu beobachten, so herauszufinden, was mache ich gerne, was tut mir gut, was will ich eigentlich? So, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Und das war das Coolste. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das war das coolste Erlebnis irgendwie überhaupt, weil mir halt bewusst geworden ist, ich muss ein bisschen an mir arbeiten. Also vor 2, 3 Jahren, als diese ganze Sache hier losging, war ich so unbeschwert, weil ich hatte keine Verantwortung und es ist nichts passiert, womit ich klarkommen musste. Und deswegen konnte ich unbeschwert sein. Und jetzt musste oder muss ich halt lernen, mit etwas mehr Verantwortung und einer etwas größeren Sache auch unbeschwert zu sein. So, und deswegen habe ich mir etwas vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, 2018 soll das Jahr sein, in dem ich die Dinge tue, die ich wirklich tun will. Indem ich mir ein schönes Leben mache, ein schönes, leichtes Leben. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht arbeite und dass ich keinen Stress habe, aber ich möchte positiven Stress haben. Ja, und deswegen macht euch keine Sorgen, mir geht es gut. Ich hatte jetzt seit 3 Monaten keine einzige Angstattacke. Warum ihr eben das P oben in der Ecke gesehen habt übrigens ist, weil ich, das bezieht sich eigentlich gar nicht so auf dieses Video, sondern auf etwas, was zukünftig kommen wird. Ich hatte schon sehr, sehr lange vor, ein Video zu machen, einen Selbstversuch zu machen zum Thema Selbstliebe, der so ein bisschen gegen die aktuellen Trends geht. Also aktuell gibt es ja so 2 Trendstränge. Auf der einen Seite Selbstliebe in Form von sehr krasser Disziplin, in Form von Sport und Ernährung, die typischen Insta-Girls and Boys, und auf der anderen Seite diesen Strang der Selbstliebe von Frauen, die sich Pizza reinschaufeln und kaum Sport machen und sagen, be how you are. Ich finde 2017 war ein sehr, sehr dolles Schwarz-Weiß-Jahr und ich bin ein sehr grauer Mensch. Das klingt furchtbar. Aber ich komme aus Ostwestfalen, deswegen darf ich das sagen. Und deswegen hatte ich schon lange vor, ein Selbstexperiment zu machen, was so ein bisschen wholesome ist. Also wirklich alle Sachen mit einzubeziehen. Nicht immer nur auf diesem Ernährungsding rumzuhacken oder immer nur auf diesem lies spirituelle Bücher-Ding rumzuhacken. Immer nur zu sagen, diese eine Sache hat alles verändert, weil in meinen Augen, in meiner Welt ist es einfach nicht wahr. In meiner Welt ist es einfach nicht diese eine Sache, die alles verändert. Die Psyche wird nicht nur von, und der Körper wird nicht nur von einer Sache beeinflusst. Ja, und das wollte ich halt schon ewig machen, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Morgen und nächsten Monat und dann hat man noch dies zu tun und jenes zu tun. Und dann hat sich aber im Ende letzten Jahres, also so im Herbst, hat sich dann 8Fit bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist eine Fitness-App, also so eine Fitness-Ernährungs-App, und da war ich mir erst nicht ganz sicher und dann habe ich aber gesehen, dass die auch einen veganen Ernährungsplan mit drin haben. Und da habe ich gedacht, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Das hat mich dann am Ende irgendwie überzeugt. Genau, deswegen werde ich die nächsten 14 Tage ab morgen, das letzte Mal, wo ich morgen sagen kann, weil jetzt habe ich zugesagt. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, wo ihr gesagt habt, dass ihr 2017 ziemlich beschissen war für euch und ja, dass es euch genauso ging. 2017 war ein Sofa-Netflix. Ja, das Internet und das Sofa sind eine schöne Sache, um sich zu Hause und geborgen zu fühlen, aber auf Dauer zu viel davon ist genauso ungesund wie zu viel von vielen anderen Sachen. Morgen geht es los. Hier steht's schon. Fitnessprogramm angucken. Genau. Und dann mache ich das genau 14 Tage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen. Der, also hier ist einmal quasi der, kann man das sehen? Nee, muss ich hier. Hier unten ist der Workout-Teil und der Ernährungsteil. Und der Workout-Teil ist umsonst, ne? Also der Ernährungsteil
Ist kostenpflichtig, aber der Workout-Teil ist umsonst, falls ihr Bock habt. Ab morgen jeden Tag 8Fit Sport für mich. Vielleicht können wir unsere Erfahrungen dann austauschen, wenn das Video online geht. Oder ihr wartet eben, bis das Video online geht, falls ihr irgendwie sagt, so, ich interessiere mich allgemein für dieses Thema Selbstliebe, da warte ich lieber, bis das Video online kommt, damit ich irgendwie so alles integrieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in den Kommentaren ein bisschen diese Diskussionen losgehen, von wegen Neujahrsvorsätze sind blöd. Und ich weiß, dass dieses Neujahrsding schon sehr oft auch auf YouTube auseinandergenommen wurde und schlecht gemacht wurde, weil es immer so einen Beigeschmack von unfertig sein hat. So nach dem Motto, ich bin nicht gut genug. Aber ich versuche mittlerweile, manche Dinge nicht immer nur in schwarz und weiß zu sehen. Und ich finde es eben überhaupt nicht falsch zu sagen, ich möchte etwas verändern. Ich bin einfach ein Mensch, ich möchte auf mich aufpassen, ich möchte nett zu mir sein. Deswegen habe ich das alles hier gestartet, diesen Kanal und das Leben, was ich jetzt habe. Ja, ich sehe das überhaupt gar nicht blöd, etwas zu verändern fürs neue Jahr und das zu nutzen, weil das so eine Energie mit sich bringt, weil alle Menschen so eine neue Hoffnung in ein neues Jahr setzen. Das finde ich schön. Genauso wie Weihnachten für mich auch nicht Konsumkacke ist, sondern das Fest der Liebe. Ich kann auch, also, ja, genau. So denke ich halt. Was wollte ich euch mitteilen? Ich wollte euch irgendwie Teil daran haben, was letztes Jahr bei mir passiert ist. Es ist schon ein großer Teil von mir gewesen, den ich versteckt habe, aber auch einfach, weil ich nicht bereit war, darüber zu sprechen, weil es einfach niemandem geholfen hätte, außer dass er sich besser fühlt, weil es ihm vielleicht auch scheiße geht, aber ja, bringt am Ende auch nur gemeinsames Leid, ist halbes Leid irgendwie und das ist nicht so ganz mein Ansatz. Auch ich, die auch immer im Internet viel aussieht wie alles ist lustig, alles ist toll, hat auch ihre Momente, aber ich möchte auch immer zeigen, dass man sein Leben selbst in der Hand hat und dass man Dinge verändern kann. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns sehr bald wieder. Dieses Jahr wird richtig geil. Gestartet mit 2 Wochen life-changing Selbstliebe und dann wird es einen Umzug geben. Es wird eine neue Wohnung geben. Es wird selbstgemachte Sachen geben. Es wird Kochstunden geben. Es wird ein Kochbuch geben. Es wird eine Reise geben auf Modern Gypsy. Es wird so ein geiles Jahr. Ich habe so geile Sachen geplant und ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Somit entlasse ich euch ins Jahr 2018 und hoffe, ihr kommt mit mir auf ein Jahr, das geiler wird als letztes Jahr. Und wenn euer letztes Jahr schon geil wird, war, dann wird es noch geiler. So nämlich. Jaco Wusch. Over and out.